Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück hier in meinem Chaos. Und zauberhaft sieht's aus. Wir sind nämlich bei Judy in der Wohnung und ich glaube, in der Nebenmission X-Factor haben wir einen Bug, weil wir haben sämtliche Sachen mit Judy schon gesprochen, aber sie quatscht jetzt nicht noch mehr. Wir haben jetzt gerade mal sämtliche Mails bei ihr durchgelesen und jetzt wollte ich eigentlich nur gucken, was hier noch so rumliegt und mal so ein bisschen rumschnüffeln, weil ich es echt spannend finde. Guck mal, da liegt irgendein Comic. Irgendein Comic liegt da. Dr. Ah, das haben wir gelesen. Dr. Haddon und Radon, was es als Spiel, glaube ich, gibt. Was? Bushido und der Neopostmodernismus. Ah ja, das haben wir, haben wir schon gelesen. Braindances Konzepte kennen wir vielleicht auch schon. Warte, müsste ja gleich aufploppen. Ich wollte das andere. Das da. Wie die einer Mutter bei der Geburt. Pro, noch nie da gewesen. Contra, Predator, das Headset teuer. Ich glaube, das ist das, was auch Afterlife gelegen hat, ne? Wie die der häufigsten Träume. Sammlung, Pro, machbar, Contra. Ich müsste durchgehen von... Ah, ja, ja. Das haben wir schon gesehen. So, meine Stimme kackt nämlich gerade so ein bisschen ab, weil ich den ganzen Tag schon am Rumaufnehmen bin. Und es jetzt 23:13 ist. Ich auch so ein bisschen müde bin, also gleich schlafen gehen muss. Tja, was machen wir mit Judy? Wir können natürlich jetzt einmal auf unser Fenster raus. Können wir nicht. Gut. Ich habe Angst, wenn ich rausgehe, dass Judy... Wie läuft der Wirt zu drehen? In letzter Zeit, wie soll ich sagen? Was Tolles aufgenommen? Was verstehst du denn unter toll? Zählt Schmuddelkram? Warum arbeitest du ausgerechnet an Frauen? Einfach mal eine andere Auswahlmöglichkeit. Ist doch klar. 2 Minuten Real Feel bringen einen Wochenlohn. Schon, aber ich hätte gedacht, jemanden wie dich stört diese Ausbeutung von Sexobjekten. Ausbeutung? Nicht in meinen Fotos. Meine Darsteller lieben ihren Job. Und deshalb sind die Leute so heiß auf sie. Echte Gefühle lassen sich nicht faken. Ja, also wir haben nichts. Ich wollte noch was über was wir halt mit reden. Ihr noch sprechen können. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, was gibt's das Neues kostet sie Mops? Auf jeden Fall aus mit wir haben alle Zeit der Welt. Susie geht mir mächtig auf die Titten, wie immer. Kannst du nicht die Mox an Susis Stelle anführen? Nie. Vielleicht war die Reihenfolge auch falsch. Ich tune lieber weiter Virtus. Schön, danke auch. Ja, also da ist auf jeden Fall irgendwie ein Bug drin. Ärgerlich. Da ist eine Pfanne. Die hat was gekocht. Tja, es tut mir leid, Judy, aber diese Mission ist zum Scheitern verurteilt. Wir werden daher jetzt The Beast in Me Badlands machen. Badland rennen. Das Blöde ist, dadurch haben wir die Mission jetzt nicht geschafft. Alter, was hat das neuerdings hier für Markierungen heute? Ja, dabei gab es doch gar kein Update. Strange. Einfach nur strange. Wie hier, mein Auto ist jetzt nicht mehr da. Mein Auto wohlgemerkt. So, da wird uns bestimmt gleich angezeigt von wegen... Mission fehlgeschlagen. Das tut mir sehr leid. Ich hätte sie sehr, 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 sehr gerne beendet, gemacht, gezeigt. Die Story war, glaube ich, cool, aber ich wollte nicht aussteigen. Ich wollte... Ist es ein Hologramm? Eine Fata Morgana? Nein, Freunde, die Sonne scheint wirklich. Also, stöpselt euch aus, geht raus und genießt das echte... Ach, kommt das überall? Was macht The Dirge? Ich hab keine Ahnung. Lassen wir The Dirge? Ist gerade jetzt ausgeschaltet? Auch eine Mission. Au, so, au, au. Ich wollte schon sagen. Also, ab in die Badlands. Da passt das Auto ja voll hin. Nicht. Ah. Ah.
shit. Die Player meinte ja, wir sollten auch ein bisschen üben. Aber warum zeigst du mir jetzt den Weg? Ich sage, irgendwas spinnt heute hier. Aber noch zeigt uns bei dieser Judy-Quest noch nicht an, dass wir es nicht geschafft haben. Einfach langsam reinrollen. Bei der Art von Üben. Yes! Sie sagte, wir sollten üben. Also üben wir. Ist ja durchsichtige Werbung, ist ja gar kein Glas. Schade. Ah. Out of control. Kilometer noch? Alter. Wenn das keine Übung ist, weiß ich auch nicht. Also dieser Bremsweg, ne? Das muss ich unbedingt bedenken, wenn ich mit dem Auto antrete. Wo ist lang? Ich hab gesehen, dass ich abbiegen muss. Aber das Wetter ist einfach unfassbar geil. Was ist das für krankes, geiles Wetter heute hier? Vor allen Dingen auch hier keine Hochhäuser, die das Licht auf die Sonne versperren, ne? Geil. Ah. Boah, wir sind ewig nicht mehr da draußen, ne? Wah! Jesus! Kamikaze-Fahrer. Krank wäre auch, wenn ich das Auto jetzt so schrotte, dass während des Rennens das Auto explodiert. Das wäre dann mit dem richtigen Special Effects. Oben lang? Ja, ich glaube. Genau das Richtige, was man nachts vor dem Rechner machen kann. Einfach irgendwo lang fahren. Jetzt lang. Hier will die Straße. Ja, ich weiß nicht, ob das klug ist mit diesem Auto. Zumal, wenn ich das verliere, ne, muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Ich hätte schon Bock drauf. Aber hier waren wir. Boah, was ist eigentlich das da drüben? Wir werden es gleich sehen auf der rechten Seite.
sieht ja krank aus. Ich will mal aussteigen. Oh mein Gott, guck dir diese kranke Aussicht an. Ihr seid 2 in 1. Boah, wie krank sieht das denn aus? Geil. Sag mal nicht. Das sieht doch ultra krank aus. Geil. Ich bin geflasht. Ey, die Stadt ist riesig. Was bietet er hier an? Wer bist denn du? Warum, El Capitan? Die Leute hier sind dankbar. Sie respektieren mich, weil ich ihnen helfe. Mit einem Fukuhila. Wow, klingt echt selbstlos. Die Konzernwelt ist eine Krankheit. Das Volk muss endlich wieder die Macht haben. Und dafür werden wir sorgen. Erzähl mir was über Santo Domingo. Massig-Leute wollten sich hier breit machen. Konzerne, Gangs hatten keine Chance. In Arroyo und Rancho Coronado wohnen echte Leute. Die kann man nicht so leicht verarschen. Wir sind das Blut, das Herz dieser Stadt. Wie läuft das Geschäft? Ich mag das Wort Geschäft nicht. Ich nenne es Arbeit. Ehrliche, harte Arbeit. Mich nicht beklagen. Aber die krasse Anlage hat er hier in seinem Auto. Warum sollte ich einsteigen? Oh nee, da habe ich Angst. Aber vielleicht auch im Bug drin? Ich weiß es nicht. Okay, ehe noch irgendjemand auf die Idee kommt, unser Auto zu klauen. Und hier ist jetzt wieder nichts, ne? Kommt doch nichts vorbei. Ich finde es ja spannend, deswegen stehe ich jetzt hier. Ich finde es ja echt spannend zwischen den Kakteen. Also, das ist schon wieder krank. So eine richtig fette Ultrawüste. Einfach Wüste. Und vor allen Dingen keine Menschen. Und Sonne. Das ist so geil irgendwie. Ah, da hinten ist die Müllkippe. Da sind wir auch schon mal rumgelatscht. Oder auf einer anderen, ich weiß nicht, zumindestens. Sieht es relativ vertraut aus. Und hier mit so einer Luxuskarre. Ohne Witz, ne? Aber so ein paar Kratzer hat es jetzt auch schon abbekommen. Scheiße. Naja, ist okay. Man, es fährt noch. Was? Wer bist du jetzt? Okay. Nein, danke. Laguna Bend. Hier war ich noch nie. Warte mal, wo sind wir denn? Laguna Bend. Ich merke nur, meine Kontaktlinse will raus. Es ist zu spät. Immer eine gute Voraussetzung für so eine Aktion, ne? Dann, warte mal. Also, das Auto wird auf jeden Fall weg sein hinterher, ne? Wenn wir hier schon mal sind, können wir uns auch noch ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es hier irgendwas Verstecktes, Geheimes.
Hm. Oder auch nicht. Außer Müll nichts gewesen. Aber weiß ja nicht, ne? Hm. Ja, hier ist echt totenstill. Aber die Berge sind krass, ne? Ich guck auch mal hier rum. Was willst du? Aha, das nächste Auto. Er will unbedingt ein Auto loswerden, kann das sein? Brauche Geld. Biete ihr alles an, was ich habe. Jetzt will ich gerade eine neue Kontaktlinse verkaufen. Sonnenschutz. Und hier wieder Aliens. Kidnapped my... Ja, ja. Alles klar. Auch so einer von denen. Okay, dann laufen wir zum Punkt. Ah, ruf Claire an. Ruf Claire an. Telefon? Claire. Hey, Claire. Nächstes Rennen. Start klar? Das wird hart. Offroad und viel Bleihagel. Wir nehmen die Bestie. Will sie mal draußen ausprobieren? Toll, jetzt bin ich extra mit meinem eigenen Auto hier. Ich bin übrigens schon da. Perfekt. Ich auch gleich. Okay, wir sehen uns. Ich kann sie wieder raufsetzen und warten. Okay. Oh, da war ein See, glaube ich. Pass auf, wenn ich die Augen aufmache, ist das Auto weg. Ich höre dich schlecht. Ist nicht weg. Nein, es ist noch da. Ach so, der Typ. Geil. Keine Ahnung. Geil. Schön wäre es. Arbeite vielleicht solo. Wenn es jetzt noch hier ja, stehen würde. Versuch's ruhig. Also, ich werde, glaube ich, erst nochmal auf die Karte gucken, wo genau wir hier stehen. Dass ich mir vielleicht merken kann. Und dann werde ich, bevor wir das Rennen jetzt einmal anfangen, auch nochmal speichern. Gefühlt sind das exakt die gleichen Leute, oder? Badlands ist Luigi, unschlagbar! Luigi? Wo ist Mario? It's me. Ach du Scheiße, mit was fahren wir denn jetzt? Aber Offroad? Oh, da habe ich ja jetzt echt Angst, ne? Hallo? Kenne deine Gegner. Okay, du fährst. Hör zu, Kleiner. Du ballerst diese alte Kaldor-Wichser ab und scheißt auf den Rest, verstanden? Ja, ist doch logisch. Ist dein erstes Rennen, Kleiner. Da ist gar Kleiner. Nichts logisch. Wenn du die nicht in der ersten Runde ausschaltest, gibt's ab. Ich hab es nicht. Woher soll ich denn wissen? Und da spricht er nicht mehr weiter. Ist dein Problem, nicht meins. So sieht lieber aus. Oh, ich muss schon wieder mit dem Ding fahren. Na, immerhin haben wir mit dem Ding jetzt geübt. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Haben ein Rennen vor uns, ha? Huh? Nummer 2 von 4, ja. Bereit für die Piste? Glaubst du, das wird hart? Das sind die Badlands. In diesem Rennen ist alles möglich. Du wirst also zu tun kriegen. So wie du. Setz das Ding nicht in den Sand. Okay. Wortwörtlich. Also nicht in den Sand. Ich schaff das. Und ich habe nichts zu trinken hier, also okay. Kein Zielwasser. In der Sonne schmelz ich. Das ist ein und schlechtes Omen. Sicher. Hey Leute, denk dran, so irre wie möglich. Also sie steigt ein. Was? Ich höre dich schlecht. Ach, so krasse Tattoos. Ach so, der Typ. Keine Komplett Ahnung. Komplett zugerippt, ne? Arbeite vielleicht solo. Klar, versuch's ruhig. Dachte schon, du versetzt mich wieder. Ich muss Buni mitnehmen. Wie ist denn super Ladies Schütze? Und Gentlemen. Wie ist der? Hosen hochziehen, anschnallen und die Motoren. Okay, Konzentration. Ich bin echt müde schon, ne? 23:30. Konzentration. Okay, rennen. Schaffen. Die Leute gern. Was ist denn? Wollt euch nur viel Glück wünschen! Halt's Maul! Danke. So, der wollte uns ablenken. 3, 2, 1. Okay, Bleifuß.
Wo lang? Nicht in den Sand, sagt es. Nicht in den Sand. Folge der Linie. Wow, Offroad! Geil! I love it. Ich sehe überhaupt nichts. Wo ist der Pfeil? Ich sehe den Pfeil nicht mehr. Ich sehe ihn nicht. Da lang. Hab ihn. Ah! Jesus! Wir leben noch. Ich muss gewinnen. Muss auf Gas bleiben. Bleifuß. Das kann ich. Wenn ich was kann, dann nicht vom Gas runtergehen. Geil. Oh, Vorsicht, Kurve. Nicht nochmal erschlagen. So fies, wenn man die Strecke nicht kennt. Oh, ah. Fuck. Scheiße. Problem! Müssen gewinnen. Okay, wir haben noch ein paar. Wir können noch mal aufholen. Scheiße. Ah, fuck, Stein! Scheiße! Hängen geblieben am Stein. Fuck. Okay, wir schaffen es nicht aus der Ruhe bringen lassen. Okay, Steine sind böse. Steine sind schlecht. Schieß uns alle. Wir werden total massakriert! Okay, wir müssen hier irgendwie an der Seite vorbei. Reinstehen. Leck mich doch! Scheide! Vorsicht. Boah, Sandsturm. Geil! Ich liebe es. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob ich hier rein durfte. I don't see anything. Stein, den sehe ich. Das Auto explodiert gleich. Oder so. Ey, krankes Rennen. Da hängt die Tür schon raus. Was hier? Verstrahlt? Ist es auch noch dunkel? Beste Voraussetzung. Nicht. Ah. Irgendwas ist hier totally wrong. Was war denn das für ein krasser Nebel? Auf jeden Fall dunkel. Und jetzt geht's hier irgendwo rein. Alter, geil! Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. Okay. Das Gefühl, gleich greift nur sowas von oben an. Das ist echt schwer zu lenken jetzt, wenn Kurven kommen. Biotechniker, da soll ich durch? Ich hab Angst. Einfach draufhalten. No risk, no fun. Ich will gewinnen. Knall die uns doch gleich ab, wenn die uns hier sehen. Das ist niemals erlaubt. Never. Wow, Kurve. Rückwärts fahren. Irgendwas muss passieren. Scheiße, der hängt fest. Der hängt fest. Komm mal raus. Scheiß Kurve! Ganz hinten. Meinst du, wir können das noch aufholen? Schwierig. Die Kurve war echt Mist. Einfach drüber springen. Draufhalten und drüber springen. Ist eine Methode. Okay, jetzt hier vorbei. Vorbei und wegdrehen. Kurve. Aber nicht schon wieder dagegen düngeln. Geht gleich. Scheiße! Fuck. Ich will gewinnen. Lass mich vorbei. Nein, steh auf. Dreck!
musst jetzt vorziehen. Du musst vorbeiziehen. Zieh vorbei. Komm. Zwiebel den ersten da durch. Nein, das letzte. Wir haben verloren. Fuck! Wir sind echt gut. Ja? Gut genug fürs Finale? Darauf kannst du wetten. Na los, fahr zur Ziellinie. Achso, aber unter die ersten drei mussten wir kommen, ne? War das jetzt unser Auto? So hätte es bei uns auch enden können. Scheiße. Fühlst du dich okay? War dein letzter Fahrer besser als ich? Ich hätte so gerne gewonnen. War er. Guter Ehemann. Und dann gestorben? Vater. Wie ist er gestorben, wenn ich fragen darf? Oh, pardon. Naja, so wie alle Rennfahrer sterben. Wir waren letztes Jahr im Finale. Wir waren gut. Ganz vorn als... Vielleicht wechseln wir lieber das Thema. Also wir haben uns immerhin qualifiziert. Kommst du mit zur Werkstatt? Lass mich erst auf die Karte gucken, ob ich mitkomme. Theoretisch muss ich eigentlich da oben hin, ne? Sie wird ja wieder das Gleiche abziehen. Pass auf, Ich fahr lieber selbst hin, danke. Okay, bis dann. Boah, ich hätte so gerne gewonnen, ne? Aber ich glaube, es war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes... also, es war sehr spannend. Sagen wir so. Okay, alles klar. Das heißt, übersetzt, ich muss jetzt irgendwie mir den Kartenpunkt markieren. Wo will ich denn hin? Irgendwo hier, ne? Scheiße. Aber wie komme ich da hin, ist die Frage. So zumindest nicht. Habe ich es markiert? Nein. Ich wollte hier hin. Oh, wir können mal gucken. Gibt es hier einen Schnellreisepunkt? Weil guck mal, hier gibt es ja zumindest ein paar Sachen. Hier gibt es einen Junkladen. Übergabeort von Gegenständen. Was hier? Gefahr sehr hoch. Hier ist ein Kontrollpunkt. Lass uns... Oh, was mache ich denn heute? Es ist schon spät, ne? Wobei, hier ist auch eine Tankstelle. Gut, gucken wir uns jetzt ein bisschen um. Ärgert mich trotzdem irgendwie. Vor allem wird es hier gleich dunkel, ne? Und in den Badlands wird es, glaube ich, richtig eklig, wenn es da dunkel wird. Es sei denn natürlich, wir klauen erstmal hier noch ein Auto. Jetzt habe ich ja Angst, in was für einem Ding wir drin sitzen. Ich will hier hin. Nee, ich will... Hier hin. Alter, in was sitze ich denn jetzt? Ja gut, aber es ist ja Offroad. Wow, wie lenkt sich das denn? Wir können ja irgendwann nochmal gucken, was hier hinten noch so alles los ist und was geht. Hey, ich bin's, Josh Galorgan. Und wie immer, euer Business ist auch mein Business. Wir starten heute in den Tag mit einem Marktüberblick. Hiroshi steigt um 2, Quadra fällt um 1, New American Auto Works klettert 1,5 Punkte nach oben. Und was ist die Überraschung des Tages? Aber es ist gar nicht so langsam, wie ich gedacht hätte, ne? Nach oben um 10 Punkte. Ihr habt richtig gehört. Boah, aber wenn es in Sand kommt, dann ist vorbei. Aber warum? Und wie? Nach einem enttäuschenden Jahr, ohne Ankündigung und dann noch die Entlassung des CEO Leslie Bavuda. Wer würde da in den stagnierenden Raumfahrtgiganten auch nur einen einzigen Eddy investieren? Ach ja, denkt immer daran. Viele Megakonten werden da draußen von einer KI geführt. Hey, wie? Und in dieser wir warten erstmal, bis er fertig gesprochen hat. Milliarden gekauft und wieder verkauft. Ja, fertig. Hey, wie? Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken für deine Hilfe im Clouds.
will mir gar nicht vorstellen, wie das ohne dich gelaufen wäre. Naja, auf jeden Fall habe ich was, was uns helfen könnte. Kann dir noch keine Details verraten, aber ich melde mich die Tage bei dir. Und ich wünsche dir noch einen spektakulären Tag. Das ist aber nett. Vielen Dank. Also meldet's. Talking about a revolution. Aber was war denn mit der anderen Mission? War die jetzt fertig? Nicht so wirklich, oder? Ach, ich verstehe es nicht. Muss ich auch nicht. Das Problem ist, dass wir nicht immer wissen, worauf ihre Entscheidungen basieren. Und offen gestanden ist das den Kontobesitzern vollkommen egal. Hier lang. Solange der Saldo weiterhin stetig nach oben steigt. Also, meine Lieben, wir gehen der Sache mal richtig auf den Grund. Wie konnte Orbital Air in solch einer Geschwindigkeit so stark wachsen? Meine Freunde, ich sehe da nur eine logische Erklärung. Diese KIs erwarten einen hohen Anstieg der Nachfrage für Orbitalflüge in ganz naher Zukunft. Aber warum? Umbiegen? Ein Weltkrieg? Muss ich vielleicht hin? Eine Umweltkatastrophe? Oder wollen die Maschinen die Weltherrschaft? Das werden wir nie ganz erfahren. Egal welchen Schluss eine KI auch aus ihren Datenanalysen zieht, sie scheint sehr darauf bedacht zu sein, das für sich zu behalten. Doch egal, was kommen mag, für uns ist es an der Zeit, einzusteigen. Schließlich brauchen wir die Gewinne, um unsere Tickets zum Mond zu kaufen, wenn diese Welt den Bach runtergeht. Auf jeden Fall stand da Stop dran, ne? Ich weiß nicht, ob irgendwann dieser Bereich kommt, wo wir nicht durchfahren können. Warte mal, wo muss ich jetzt lang? Ich muss wenden und dann da lang. Das ist ja auch eine Scheißkurve. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, ob das Auto noch da steht. Ja, ich mache diesen Umweg, weil ich mir mein Auto dort erhoffe. Oh! Da ist der Stein abgebröckelt. Ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über mich, mein Leben und dieses Auto. Auch einfach Kurve. Ist eigentlich eine Lupe? Ja. Was für eine Karrebahn. Ich sage, es steht nicht mehr da. Badlands. Auch spannend. Oh, müsste der Punkt hier nicht schon längst gewesen sein? Ich bin verwirrt. Siehst du, wie langsam ich fahre, ne? Ja, hier war der Punkt, hier ist die Bank. Lass uns doch mal kurz. Hier ist ein See. Das habe ich vorne nicht im Hintergrund gesehen. Oh, wie krank sieht das denn aus? Das ist einfach ein See. Oh mein Gott, ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wir werden gleich nach Hause fahren, weil wir müssen ja bestimmt warten. Wieder, bis das nächste Rennen starten kann. Ich finde es aber noch alles krass irgendwie, dass wir den ersten Platz nicht gemacht haben und dass wir verloren haben. Aber immerhin haben wir uns qualifiziert. Ich weiß ja, dass sein könnte, dass die Mission komplett scheitert. Ich hoffe mir echt viel, viel, viel Geld. Eigentlich könnten wir auch zu Rogue zurück. Geld hätten wir. Aber ich will jetzt einmal hier runter zum Strand. Komm ich hier runter jetzt? Pass auf, hier. Steigen wir mal aus. Verschlossen. Zu.
so geil aus. Ah, guck mal, hier ist eine Treppe. Da-da. Strand. Einfach Strand. Geil. Und Stille. Oh, einfach Stille. Ist das so ein Bergsee? Und hier sieht's auch, guck mal, es sieht hier einfach sauber aus. Oh, ist das geil. Guckt euch das an. Fett. Feier ich. Feier ich richtig. Einfach mal nur die Füße ins Wasser halten. Oh, ist das schön. Jetzt ein Bier. Geil. Guck mal, es ist sauber. Dass das in diesem Spiel hier nicht nochmal... Oh. Ah, noch nicht. Dass ich das in diesem Spiel nochmal erlebe, dass wir hier einen sauberen Platz sehen. Krass. Ich weiß, ein bisschen Müll war, hat man von oben auch gesehen. Aber so prinzipiell, da hinten ist so ein bisschen Müll. Vielleicht hat es jemand aufgeräumt? Aber halt so, ich meine, guck doch mal im Verhältnis zu dem, was wir sonst so sehen. Ist das einfach sauber. Ja, gut, hier haben wir Müll. Aber ich meine, ganz ohne geht einfach nicht. Und schwebenden Müll. Wow, it's magic. Jetzt kramt es schon wieder im Müll. Jawohl. Nein, wir steigen gleich wieder ins Auto und laufen zurück. Ich wollte nur mal gucken, was hier noch so los ist. Da ist eh zu Ende. Hätte ja sein können, dass wir irgendwas finden. So, gerne runter reingucken. Nur mal einmal kurz untertauchen. Jetzt müsste so ein Hai auf uns zukommen. Was? Warum schwimmt? Hast du gesehen? Irgendwie hat sie noch. War sie noch voll im Schwimmmodus am Strand. Du bist nicht du, wenn du zu lange ohne Sauerstoff bist. Alles klar. Also, wir gehen jetzt nach oben. Es wird ja jetzt auch dunkel. Weil dieser schwebende Müll macht mir dann doch Angst. Vor allem, wenn er so hoch schwebt. Ich höre meine Schritte nicht. Natur. Da ist die Treppe. Okay, da können wir also später hin. Dann steigen wir wieder ein und werden jetzt ja nach Hause. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. Zeigt mein Journal. Auch spannend. Also, wir werden auf jeden Fall bald wieder eine Hauptmission weitermachen. Da haben wir jetzt nur noch zwei. Takemura und 15.000 zu Rogue. Warte auf den Anruf von Judy. Sprich mit Judy. Aber guck mal, er hat es hier jetzt noch frei. Vielleicht muss ich es auch in einer anderen Reihenfolge machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich wähle das jetzt einfach erstmal aus und nehme auf der Karte. Wir machen mal hier einen Zwischenstopp im Stadtzentrum. All dieweil es dort krasse Autos gibt. Rund um die Uhr. Und solange fahren wir jetzt erstmal mit dem Ding durch die Gegend. Wie das drin aussieht allein schon. Sehr experimentell. Ich weiß, wir könnten auch einen Schnellreisepunkt nehmen. Den habe ich, glaube ich, noch kein einziges Mal benutzt, ne? Aber das passt irgendwie nicht zu diesem Spiel. Deswegen benutze ich die nicht. Außerdem kann ich so bei der Fahrskills ein bisschen trainieren. Hat Claire mir ja aufgetragen. Ja, das ist offensichtlich auch gut für mich.
Metro? Stand da was von Metro? U-Bahn? U-Bahn? Aber nicht mehr aktiv, oder? Diese da, verliere ich gleich komplett die Kontrolle. Ich brauche ein Problem, das Auto. Ich glaube, Badlands sind so richtig dunkel dann in der Nacht, ne? Boah, ich sehe nichts. Ich sehe jetzt schon nichts. Ich habe auch keine Lampen oder so, ne? Ja, und die wenigen, die hier sind, sind dann hinterher auch weg, wenn ich hier vorbei gerast bin. Da war eine Tür, aber ich glaube zu. Boah, guck mal, krank kaputt. Okay, jetzt mal ein bisschen langsamer, glaube ich, mit dem Ding. Sonst passiert Schlimmes, weil, wenn das Auto jetzt kaputt geht, wir müssen laufen, ne? Wir müssen richtig, richtig weit laufen. Weil hier gibt es nicht mal eben irgendwie einen Autofahrer, der vorbeikommt, wo wir das Auto klauen können. Hier ist einfach nix. Red Peaks? Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Sag mir. Aber ich glaube, da vorne sind Autos. Zivilisation. Ich komme. Nö, das war nicht. Fragezeichen? Aber unter der Brücke? Keine Ahnung. Egal, wir fahren einfach weiter. Das verwirrt mich. Gleich ist vorbei mit dem Auto, ne? Metro? Das reizt mich ja jetzt schon auch rauszufinden, was da der Nähe ist. Viel übrig. Wenn es anfängt zu brennen, sollten wir raus. Die Tür wackelt schon. Zivilisation! Jetzt wäre der Moment, wo wir Autos tauschen können, ne? Aber noch nicht hier. Sorry. Was ist denn das? Was hat er da gemacht? So, Zivilisation. Ist ja ganz schön was los hier um 2053. Habe ich gesehen, was ich habe. Raus. Habe. Meins. Raus. Raus. Kannst doch nicht. Raus. Doch, kann ich. Ich kann, ich habe, ich werde. Und, die 27. danke. Jährliche Konferenz des Verbandes der Implantate. Wir fahren jetzt trotzdem hin. Eins der heiß diskutierten Themen waren die ständig zunehmenden Cyberpsycho-Angriffe. Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist die Zahl der Vorfälle um 43% gestiegen. War nicht mein Favorite, aber Lemski, der Verbandsvorsitzende, betonte, dass die Implantate selbst niemanden töten, sondern es die Personen sind, die diese Produkte missbrauchen. Das Auto gutes Argument, Mr. Kalimski.
In Antony, außerhalb von Paris, konnte der gefährliche Linksextremist Thomas Clichy endlich festgenommen werden. Clichy stiftet seit Jahren Unruhe und drängt die europäische Regierung dazu, Pensionen, Renten und Sozialleistungen wieder einzuführen. Und das gegen Er ist nicht tot. Dadurch das BIP sinken würde. Clichy erwarten bis zu 40 Jahre Gefängnis sowie eine Braindance-Rehabilitierungstherapie. Falsch. In der Transportwelt. Ich stell das Auto einfach hier mal hin. Was? Selbstmord, Tod, Totschlag? Dino! Haben wir es. Wieder eine Giorno-Leiche mehr. Die Scream-Sheets behaupten was von Stress auf Arbeit. Aber ihre Familie ist anderer Meinung. Meinst du, du könntest der Sache auf den Grund gehen? Infos anbei. Memorial Park Station Details. Oh, geil. Welche ist denn das? Warte. Nee. Welche Mission ist das? Ach, die steht hier noch nicht. Warte mal, wir müssen, glaube ich, kurz warten. Oh, das waren in den Nachrichten von Dino, ne? Warte. Nachrichten. Dino. Bin ich blind? Wo ist sie? Ich habe sie nicht gelesen. Evelyn, Placide, Dakota. Da. Dino. Das hier? Nee. Berufsrisiko. Okay, es ist so keine Mission zum Anklicken, aber geil. Freunde, das werden wir machen, aber erst das nächste Mal. Ich bin tatsächlich jetzt unfassbar müde. Wir haben es 23:59. Ich werde jetzt in mein zauberhaftes Bett gehen. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel, viel Spaß dabei und wir werden das auf jeden Fall ausprobieren, das nächste Mal. Ich freue mich richtig drauf, zur U-Bahn runterzugehen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr allgemein Entertainment und Spaß hattet. Bis zum nächsten Mal.